Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute zeige ich euch meinen süß-scharfen thailändischen Gurkensalat. Super Beilage, gerade wenn es heiß ist und zum Grillen. Wenn es euch gefällt, vergesst nicht, einen Daumen hoch dazulassen und meinen Kanal zu abonnieren. Viel Spaß beim Zuschauen! Alle Zutaten für meinen süß-scharfen thailändischen Gurkensalat liegen bereit. Wie ihr seht, extrem übersichtlich. Fast ein Stillleben ist wirklich nicht viel, was wir brauchen. Wir brauchen zwei Gurken. Klar, soll ja ein thailändischer Gurkensalat werden. Zwei Salatgurken hier. Wir brauchen den Saft einer Zitrone. Wir brauchen zwei Chilischoten. Wir brauchen zwei rote Zwiebeln. Einen guten gehäuften Esslöffel braunen Zucker und zum Abschmecken hinterher gegebenenfalls noch Pfeffer und Salz. Und das war's auch schon. Und da können wir loslegen. So, wir beginnen damit, die Gurke zu schälen. Ihr könnt sie im Prinzip auch ungeschält lassen, wenn ihr sie gerne mit Schale esst, aber wir mögen es lieber ohne Schale. Also, ich schäle zunächst mal die Gurke hier. So, wenn wir die Gurke geschält haben, dann halbiere ich die Gurke einmal, oder zur Arbeitsvereinfachung zweimal, und kratze die Kerne raus. Denn die Kerne wollen wir nicht im Salat haben, die verwässern den Salat immer sehr schnell. Und deswegen kratzen wir die Kerne einmal raus. So, nächster Schritt, nachdem wir die Gurke jetzt komplett entkernt haben, schneide ich die jetzt einfach in kleine Stücke, so dass man hier Stücke hat, die man mit der Gabel auch noch aufnehmen kann. So, ihr seht, aus den zwei Gurken ist nicht so wahnsinnig viel übergeblieben. Da haben wir jetzt den Rest hier, aber dieser Rest eben ohne die Kerne und damit ohne den großen Teil der Flüssigkeit oder einen großen Teil der Flüssigkeit. Und jetzt können wir weitermachen mit den Chilischoten. Wir verwenden die Chilischoten ganz, also ich werde die Kerne nicht rausschaben, wie man das häufig in vielen Rezepten liest, weil ja in den Kernen angeblich die Schärfe drin sein soll. Ich weiß gar nicht mehr, ob das so richtig ist. Neulich habe ich wieder gehört, dass die Schärfe in dem Stielansatz ist hier. Also so ganz sicher bin ich nicht. Ich lasse es jedenfalls drin, weil wir es gerne scharf mögen. Für den Sommer ist es ein tolles Rezept, weil es wirklich bei der Hitze gut hilft. Wenn man den in Thailand isst, dann hat man genau das richtige Mittagessen. Nicht zu schwer, ein bisschen scharf, also ganz in Ordnung. Wer das nicht so scharf mag, der schabt die Kerne raus, wenn denn die Schärfe da drin ist, und verarbeitet die Chilischote eben ohne Kerne. Und an der Stelle nochmal ein Tipp für euch: Wenn ihr die Chilischoten schneidet mit der Hand, so wie ich jetzt hier, ohne Handschuh. Es gibt viele, die sich Handschuhe anziehen, weil sie auch die Schärfe auf der Haut nicht haben möchten. Wenn ihr es so wie ich ohne Handschuh macht, dann bitte, bitte, bitte wascht euch unbedingt danach mit Seife die Hände. Ich kann euch nur berichten von früher, ihr seht eine Stunde nichts mehr. Wenn ihr euch aus Versehen mit diesem Finger ins Auge fasst, das ist wirklich richtig übel, das Capsaicin hier, dieser Stoff, der die Chilischote scharf macht, an den Fingern und im Auge ist gruselig. Also dran denken, danach auf jeden Fall sofort danach die Hände mit Seife waschen. Und auf geht's zur zweiten. So, weiter geht's mit den Zwiebeln. Ihr müsst übrigens keine roten Zwiebeln nehmen. Ihr könnt auch ganz normale Zwiebeln nehmen. Ich finde, erstmal sind sie geschmacklich ein bisschen anders als die Gemüsezwiebeln oder die weißen Zwiebeln, die hellen, die wir so in Deutschland haben sonst. Und optisch ist es natürlich auch ein bisschen schöner, weil es sich einfach besser abhebt zu den Gurken und zu den Chilis. So, alle festen Zutaten haben wir vorbereitet. Jetzt mischen wir den Salat ein bisschen. Wer nicht so viel Zwiebeln mag, ich finde es immer sehr erfrischend, weil die auch gleich mit der Flüssigkeit deutlich
entschärft werden sozusagen. Aber wer nicht so viel Zwiebeln mag, der nimmt nur eine. Und das geht auch, aber ich finde die Mischung eigentlich sehr schön so. Ne, ihr seht, der Salat hat jetzt schon hier schöne Farbe. Ne, das sieht schon nett aus. Ah, die hat noch nicht mal Kerne hier. Und das ist schön. Dann drücken wir die aus. So, jetzt geben wir unseren Zucker in den Zitronensaft und verrühren das Ganze so ein bisschen, bis der Zucker sich so ein bisschen gelöst hat. Und diese Kombination ist wirklich toll. Zitronensaft mit dem braunen Zucker. Ganz spannend. So, und jetzt geben wir unseren Zitronensaft über unseren Gurkensalat und den Zucker, soweit er sich noch nicht aufgelöst hat, hier mit und mischen das Ganze. So, und ich gebe jetzt als letztes noch ein bisschen Pfeffer dazu. Pfeffer passt gut. Ich gebe kein Salz dazu. Im Moment, wir sind nicht so große Fans für Salz noch in diesem Salat. Probiert es bitte aus, wenn ihr meint, da fehlt Salz, gebt Salz rein. Wir brauchen kein Salz, aber es passt natürlich. Es ist eine Geschmacksfrage. Also wir hier bei uns jedenfalls, wenn ich ihn mache, nur Pfeffer. Und das war's auch schon. So, jetzt geht der ganze Salat für 2 Stunden in den Kühlschrank und dann sehen wir uns wieder. Ja, mein süßscharfer thailändischer Gurkensalat ist jetzt durchgezogen und ich habe ihn schon probiert. Wow! Also, für alle, die nicht so spicy essen, die nicht so scharf essen, ist er wahrscheinlich nichts. Die nehmen bitte nur eine von den Chilischoten. Ansonsten ist er super, super lecker. Er ist frisch, er ist für heißes Wetter wunderbar, wirklich. Passt super zu gegrillten, aber ihr müsst eben scharf mögen. Ansonsten nehmt ihr bitte einen weniger. Aber die Kombination hier mit den Gurken und den Chili und der Zwiebel und Zucker und Zitronensaft ist wirklich sehr, sehr erfrischend, auch wenn man es nicht scharf macht. Also, probiert es aus. Wirklich toll. Aus meiner Sicht hat geklappt. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.